Weiter geht's mit Let's Play Resident Evil 1. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weniger Resident Evil gespielt. Das machen wir jetzt weiter, denn ich werde jetzt öfter Resident Evil spielen. Das bedeutet, ich spiele öfter Resident Evil und daher nehme ich auch mehr auf und daher kommen mehr Videos nach oben und daher, hier sind wir falsch. So, ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Ich gehe einfach mal hier hin. Okay, die Seite, ach, die Tür wird von der anderen Seite blockiert. Und der Rest ist hier auch verschlossen. 003. Und hier sind Bienen oder andere Viecher, die erstmal uns egal sind. Ich könnte jetzt eigentlich nach draußen gehen, also völlig nach draußen, da wo Hunde waren. Aber Hunde sind, ja, scheiße. Und ich brauche Hintergrundmusik. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Aber ich glaube, ich nehme vorher die Schrotflinte mit. Oder? Nein, wir sind Hardcore. Okay, wenn man schon mal hier ist, spielt man lieber doch wie ein scheiß Noob. Wir sind godlike mit dieser Waffe. Und da Schrotmunition, aber wir haben doch nicht nur 7, oder? Oh, das ist bitter. Verdammt. Okay, dann werde ich doch noch in diesem Part total versagen und die Kontrolle verlieren über dieses Spiel. So. Gucken, ob wir den Hunden ein bisschen Spaß bereiten können. Und erstmal muss ich hier umschauen und gucken, ich bin lieber Hund. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich bin nur Let's Player. Lasst mich. Schnell. Ich muss in die Matrix-Zeitzone. Okay, haben wir erreicht. Hier sind aber noch mehr Hunde. Und mal schauen, was wir hier so noch können, machen werden. Wir haben Wasser abgelassen. Solange die uns nicht angreifen, greifen wir die nicht an, aber die werden ja total hysterisch und ich renne einem hier in die Arme. Was ist denn hier? Hahaha. Dumme Hunde. Ach ja, okay. Ich will aber noch unten bleiben, deswegen fahren wir mal wieder runter. Und wir haben jetzt die Statusmeldung. Okay, wir sind noch okay. So. Mit einem Übersteiger überlaufen wir die Hunde und da komme ich gerade her. Warum gehe ich da wieder rein? Hier bin ich völlig falsch. Ich nehme aber hier mal die Kräuter mit. Möchten Sie dies nehmen? Natürlich, sonst hätte ich es wohl kaum angesprochen. Und da lag, glaube ich, noch eins, aber das holen wir uns gleich. Wir müssen ja irgendwann nochmal hin. In geraumer Zeit. Ich weiß nämlich gar nicht gerade, wo ich hin muss. Und da ist auch noch eine Tür gewesen oder ein Fahrstuhl. Ich muss irgendwo Strom für den Aufzug herbekommen. Lass mich doch mal in Ruhe, ey. Ach, Kacke, genau. Hier muss ich die Batterie holen und die finde ich sicherlich in diesem komischen Gebilde. Und ich habe noch eine andere Idee. Ich fühle mich hier gerade wie auch in so einem Hundepark, da wo man so ein komisches Ding kriegt. Und die Hunde jumpen dich an wie sonst was. Kriegt man so einen dicken Arm und die beißen dann den Arm ab. Wenn ihr irgendwie so trainiert und da liegen noch mehr Kräuter. Mein Headset fängt langsam wieder an zu rauschen, ich höre das schon. Ich hoffe, ihr nicht. Und oh. Wir dürfen uns nicht von den Hunden provozieren lassen. Ist genauso wie beim Fußball. Lasst euch nicht provozieren von den Vuvuzelas. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Dinger sind doch einfach nur scheiße. Und ich frage mich, wie kann man eine WM in einem Land machen, da wo es jetzt Winter ist? Okay, hier waren wir schon.
Wir hatten ja noch Schlüssel. Unmengen an Schlüssel. Naja, mit den Schlüsseln können wir uns wenigstens irgendwie Ohrringe bestimmt basteln. Verbrauchen wir die wenigstens. So, der ganze Müll muss da mal wieder rein. So, ich nehme mal diese Schlüssel alle mit. Kleiner Schlüssel. Kleiner Schlüssel und... Na, das war's schon. Wo gehen wir denn jetzt entlang? Wir gehen nochmal zu diesem komisch durchwachsenen Raum. Schauen da mal ein bisschen vorbei. Der war hier. Denke ich. Und dieser Raum war verschlossen. Genau, ich wusste es. 003 ist immer ein Schlafraum. Das weiß doch jeder, der das Spiel schon 5-mal durchgespielt hat. Und wir rissen nochmal die Beretta aus. Wir hatten sie schon drauf, aber rissen sie nochmal drauf. Und irgendjemand hat gesagt, ich soll das Bild heller machen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das damals hingekriegt habe. Oh Gott, ich sehe schon Schränke. Ich gehe lieber hier rein. Ich muss sagen, ich habe neuerdings Angst vor Schränke und... Der kriegt mich auch noch. Da spritzt das Blut nur. Auf jeden Fall liegt hier Beretta-Munition. Ein Magazin. Wow, ich wundere mich, warum hier so viele Magazine einfach stumpf rumliegen. Und er ist tot. Da sammelt sich Staub. Toll. Ein staubiges Handtuch ist immerhin besser als ein trockenes Handtuch. Und nicht vergessen, immer ein Handtuch dabei haben. Nichts Besonderes. Der kann es gar nicht beurteilen, denn eine Toilette ist sehr interessant. Muss man schon so wirklich sagen. Und wir gucken im Spiegel und sehen unsere Locke dort. Ja, über dieses Waschbecken gibt es nichts zu sagen. Und mich ruft gerade jemand in Skype an. Ich werde jetzt einfach insgeheim ihn bei Resident Evil dabei mal nehmen und egal, weiter geht's dann jetzt. Und du bist live mit dabei bei Resident Evil 2. Stell dich mal vor. Wunderbar, hallo, ich bin der Crystal Edge, Tobi auch genannt. Ich bin auch ein Let's Player. Und ich habe nicht gewusst, dass der Kubrick gerade aufnimmt und habe ihn angerufen. Aber egal, jetzt bin ich auch mit dabei. Ja, sehr interessant. Ich stehe vor einem Schrank, da wo ich weiß, da kommt was raus. Weil er schon so in den Vordergrund geschoben ist. Ich mache mal schnell die Bildschirmübertragung an. Wunderbar. So, Auswahl übertragen. Und ich werde gleich einen Herzinfarkt bekommen, weil da aus Versehen unglaublicherweise irgendein Typ aus dem Schrank kommt. So, jetzt siehst du es auch. Wunderbar, jetzt sehe ich auch mit. Okay. Und da kommt gleich ein Typ raus. Der Schreibtisch ist verschlossen. Möchten Sie diesen Schlüssel benutzen? Natürlich, stecken rein. Ist da drin? Eine Münze? Farbpatronen, wer braucht so einen Scheiß denn? Du kannst die Zombies dann mit Farbpatronen abschießen. Dann werden sie grün und blau und rot. Okay, hier muss ein rotes Buch rein. Ich bin einfach gut, ich finde einfach alles wieder. Das ist eine Reihe von roten Büchern. Jetzt habe ich das dumme rote Buch nicht dabei. Ich will das gar nicht lesen. Auf jeden Fall steht da irgendwas von... Wir wollen langweilig nicht lesen. Ja... Keine Ahnung. Jetzt fehlt ein Buch. Ach, wirklich? Ja. Komisch. Und das Buch haben wir, nur nicht da gerade so handbereit, ne? Und ich habe Angst, dass der Schrank jetzt offen geht. Ah, Hilfe. Der geht gleich offen, der Schrank. Ich warne dich schon mal vor und dann kommt heftig deftige Killermusik. Dabei kommt nur ein Zombie raus und den köpfen wir. Cool. Aber ich sehe, die Zeit ist gleich schon vorbei. Du bist leider ein bisschen zu spät gekommen. Das macht nichts. Die Trotz heftigsten spontanes Szenen. Spontanes Gast kommentieren ist ziemlich lustig. Ja, und die heftigsten Szenen sind schon vorbei. Ich habe ein Klo mir angeguckt.
Wirklich? Was? Ein Klo? Oh mein Gott. Ja, sehr interessant. Und ich denke, wir machen nächstes Mal weiter, wenn ich in dem Safe Room drin bin. Das dauert noch 2 Sekunden. 1, 2, da sind wir. Und wir speichern. Nee, du speicherst nicht. Oh, mein Tee ist fertig. Cool. Wir nehmen das rote Buch noch mit und dann schneiden wir alles weg. Und wir sehen uns dann das nächste Mal mit zufälligen Gastkommentatoren, oder? Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Also, ciao, Leute.